Wir fahren nach Österreich, in den Urlaub. Ein komplett sinnloses Unterfangen. Und zwar auf Schloss Tattenberg. Mom, Dad, Russell und ich über die Weihnachtsfeiertage. Schön für euch. Schloss Tattenberg, das gehört nämlich dem Grafen von Tattenberg. Was du nicht sagst. Der ein Verwandter von uns ist, entfernt. Und das Schloss wird dieses Jahr 500 Jahre alt. Krass, oder? Johnnys und Russells Zimmer lag direkt neben dem Zimmer von Johnnys Eltern und war das letzte auf dem Korridor, sodass sie quer durch den Schlosshof auf die Fenster des gegenüberliegenden Flügels blicken konnten. Besonders luxuriös war die Unterkunft allerdings nicht. Der Fensterrahmen klemmte, die Kleiderschranktür quietschte wie ein verwundeter Papagei und wenn man zu stark nieste, rieselte sogar der Putz von der Decke. Tja, so ist das eben in alten Schlössern. Da muss man mal ein Auge zudrücken. Hauptsache, du schnarchst nicht. Hauptsache, du schnarchst nicht. Ja, ja. Hey, super Empfang. Und, was gibt's? Nichts Besonderes. Nur ein paar kleinere Anfragen wegen ein paar Poltergeist- und Spukphänomenen. Darum kümmern wir uns, wenn wir zurück sind. Dann würde ich jetzt sagen, Abendessen. Du kannst dir echt überhaupt nicht vorstellen, was ich für ein Loch im Bauch habe. Mhm. Am schlimmsten war es, als wir am Weihnachtsmarkt an diesen ganzen Lebkuchenherzen vorbeigefahren sind. Hey, warte mal, warte mal. Was ist denn? Da! Johnny stand am Fenster und deutete in den Schlosshof. Gerade war eine schlanke, große Frau durch das Tor getreten. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und hatte die Kapuze ihres Mantels tief ins Gesicht gezogen. So huschte sie von Fenster zu Fenster und pochte gegen die Scheiben. Und für einen Augenblick glaubte Johnny zu erkennen, dass die wirbelnden Schneeflocken durch ihren Körper hindurch wehten. Was ist denn? Na da, die Frau. Johnny blinzelte. Die Frau in Schwarz war verschwunden. Komisch. Also hast du jetzt Hunger oder nicht? Ja. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Ich bin Geisterjäger.